uns einen super Online-Sponsor-Tipp gegeben. Hast du auch einen Offline-Sponsor-Tipp? Ja, natürlich. Also man soll ja nicht den ganzen Tag nur zu Hause sitzen. Vom PC ist auch ganz, ganz wichtig rauszukommen. Ich mache meine Kontakte fast überwiegend über Facebook und hole sie dann raus. Aber auch wenn wir unterwegs sind. Also wir waren in den USA mit Paul Gehogel zum Beispiel und haben in den USA wirklich auch Direktkontakt gemacht. Das ist wirklich was, was funktioniert. Und da habe ich auch früher meine ganzen Workshops absoluten Direktkontakt gemacht. Da möchte ich aber auch mal was sagen. Wenn man Direktkontakt-Workshop zum Beispiel macht, dann geht es nicht darum, danach immer jeden Tag 2-3 Stunden rauszugehen, das zu machen, sondern geht es darum, diesen Impuls zu finden. Einfach zu wissen, mir passiert nichts, wenn ich jemanden anspreche. Und da sind zum Beispiel Sachen im Laubermarkt, die viele da draußen falsch machen. Dann sind irgendwelche Verkäufer zum Beispiel gut oder was weiß ich, Kellner. Dann sagt man, ey, du hast mir so gut gefallen, ich könnte dich gerade mal im Team gebrauchen. Und das ist immer so ein Überfall, ich weiß noch gar nicht den Bedarf. Und da kleiner Content für euch, einfach mal sagen, hey, du hast mich super bedient den ganzen Abend. Das sieht so aus, als hättest du Spaß daran. Gibt es denn auch ein, zwei Dinge, die dir keinen Spaß machen an diesem Job? Und dann wird er entweder sagen ja oder nein und wird er direkt seinen Bedarf nennen. Und wenn er sagt zum Beispiel lange Arbeitszeiten und manche Gäste sind alkoholisiert, da macht man einfach eine Frage und sagt, ist es dir also besonders wichtig, dass das hier anders ist? Oder dass man sagt zum Beispiel, nur mal angenommen, es gäbe eine Möglichkeit, wie auch du dir in Zukunft selber deine Zeit aussuchen kannst und mit den Leuten zusammenarbeiten kannst, mit denen du möchtest. Das ist grundsätzlich interessant für dich. Und dann erst die Nummer zu holen. Tatsächlich.